Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespieler und Wikingerfreunde, zu Cultures, der Entdeckung Wienlands. So, ich mache die Pause mal aus. Wir sind ja gerade in der zweiten Mission angekommen, nämlich in Helloland. Haben gerade ein Zweifamilienhaus gebaut, yay. Und sind doch relativ am Anfang. Ja, unser Kundschafter hat zwei Inuit-Stämme entdeckt. Wobei, zwei Inuit-Stämme sind gut. Die einen sind die Schwarzfüße, die anderen die Inuit. Ja, und wir schicken ihn uns sich noch etwas weiter umsehen, solange er noch Nahrung hat. Unser Missionsziel ist es jetzt halt mit einem der beiden Inuit-Stämme zu handeln und Zeug zu tauschen. So, zwei Steine und ein Weizen fehlen noch für das Wohnhaus. Kann ich ja schon mal dich da drin einquartieren. Und ganz ehrlich, wenn wir schon mal dabei sind, dann baut mir doch bitte gleich auch noch das, den Bauernhof hier hin. Weil noch haben wir alles, was wir brauchen. Also was Nahrung und so angeht. Und sobald sie mir den Bauernhof gebaut haben, werde ich sie umstrukturieren, jedenfalls drei von ihnen. So, du kannst dort die Beeren vom Busch essen. Das ist gut. Beweg dich mal ein bisschen weiter. Gut, das heißt, wir sind schon mal recht gut vorbereitet, was Gebäude angeht. Jetzt müssen wir sie nur noch besetzen. Und Leute verheiraten. Also den Jäger und den Holzfäller am besten. Fürs Erste. Oh, Gold zwischen den Steinen. So, dann geh du mal zu den Inuit. Nach da oben. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Weg irgendwie da darunter finden. Es fehlt nur noch ein Leder, dann haben wir auch den Bauernhof schon. So, bei den Inuit auch gleich mal ein. Zeichen errichten, einen Wegweiser. So, Bauernhof ist fertig. Das heißt, wir können jetzt anfangen umzustrukturieren. Gucken wir mal, wir haben einen Träger für Bauarbeiter. Gabelbart, du
kriegst jetzt einen neuen Beruf. Du wirst jetzt offiziell unser Holzfäller. Ziehst hier ein. Und bist bereits verheiratet. Sehr gut. So. Notjolf, du wirst unser Jäger. Ziehst da ein. Und suchst dir eine Frau. Und Strulla, du wirst unser Fischer. Und ziehst auch da ein. Gut. Du baust mir da mal einen neuen Wegweiser hin. Dann gehst du weiter. Hier runter. Ja. Hier ist genug Platz für noch einen Wegweiser und dann musst du demnächst mal zurück. Und ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst dir eine Frau suchen. So, jetzt haben wir nur noch einen Bauarbeiter. Wir werden uns aber noch mindestens einen zweiten besorgen. Und zwar nehmen wir dafür am besten erstmal unseren Kundschafter, wenn er hier die Sachen fertig aufgebaut hat. So, dann noch ein Wegweiser. Dann kannst du da zweimal essen. Dann stellst du mir hier unten noch wahrscheinlich zwei auf. Und dann reicht das auch schon. So, du bekommst einen Jungen. Und du bekommst auch gleich einen Jungen, dass die... Kinder kriegen. So, ich probiere einfach mal, ob es hier reicht, einen hinzusetzen. Wenn nicht, reiße ich den ab. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen Weg zu den Inuit geschaffen. So, werfen wir mal einen Blick auf unseren Tech Tree. Ein Werkzeugschreiner, ein Tischler, ein Speermacher. Ja, den Speermacher. Also wir brauchen auf jeden Fall den Werkzeugschreiner. Und den Schuster, den hätte ich auch erstmal gerne. Goldsucher. Ja, ich werde auf jeden Fall so einen Lehmarbeiter hier irgendwann zum Steinmetz und dann auch zum Tischler machen, weil es reicht, wenn einer diese drei Berufe abdeckt. Da wir eh nicht so viel Stein brauchen. So, darüber hat es gereicht.
Zum Wegweiser springen. Einflussbereich. Oh, und zudem reicht's auch. Sehr gut. Und wir haben einen Holzfäller. Und einen Jägermeister. Gut. Das heißt, wir kriegen langsam Nahrung rein. Aber halt im Augenblick nur ganz langsam. Oh, uns ist hungrig, ja. Hol dir erstmal hier was zu essen. Zum Glück haben wir genug Bärensträucher hier fürs Erste. Damit wir ein bisschen das Essen abdecken können. So, du wirst jetzt Bauarbeiter. Und dann können wir ja gleich schon mal das Steinmetzzelt hier unten neben das Lehmarbeiterzelt setzen. Und wenn sich zu viel verlangt, ist eine Schule planen. Ja, eine Schule möchte ich nicht unbedingt gleich in die Nähe setzen. Wobei, zentrale Schule ist eine... keine schlechte Idee. Genauso wie ein Zweifamilienhaus. Hier direkt oberhalb. Jo, Fischer. Sehr schön. Da wird das erste Kind produziert, was dann unser erster Nahrungssammler wird. Und ja, Bauarbeiter, wenn sie irgendwann nicht mehr gebraucht werden, werden zu Trägern gemacht. Ganz einfache Sache, das. Weil Träger können wir nie genug haben. Jedenfalls entlastet das unsere Arbeiter. Wir brauchen nachher auf jeden Fall einen Lehrer, einen Träger beim Bäcker. So, der erste Hosenmatz ist schon mal unterwegs. Snorri. Sie sucht Nahrung. Hier steht überall Nahrung. Bedien dich ruhig. Ah, sie hat Nahrung gefunden. Sehr gut. Ja, eigentlich, wenn man eine längere Partie spielt, also als jetzt die Mission hier, die Mission ist ja nicht so unglaublich lang eigentlich, dadurch, dass wir ja eigentlich nur das eine Ziel haben, eine der beiden Völker mit den Waren, die sie brauchen, zu versorgen. Ja, du Inuit. Wir können uns leider immer nur die letzte Textnachricht ansehen. Ah ja, die Inuits sind untereinander, glaube ich, verfeindet. Können wir gerade auch gucken. Ja. Feind, Feind.
Also Inuit ist Feind mit Schwarzfuß und Schwarzfuß ist Feind mit Inuit. Oder Schwarzfüße besser gesagt. Schwarzfüße sind Freund mit Wikinger und Inuit sind Freund mit Wikinger. Wikinger sind Freund mit Schwarzfuß und Freund mit Inuit. Und eigentlich haben wir auch nicht vor, etwas zu tun, um uns feindselig zu machen. Wir haben eh nicht so viel Bauplatz hier unten. Wobei es hier noch gerade geht. Wir können froh sein, dass wir die grüne Landzunge gekriegt haben, während die hier im Eis leben. So, Steinmetzzelt ist fertig. Das heißt, unser Lehmarbeiter, sobald er den Lehmklumpen weggeschleppt hat, macht dann Steinmetzarbeiten. Wir brauchen nämlich eh lang... Obwohl, wir haben noch sehr viel Stein. Oh, du bist erfahren und kannst trainiert werden. Dann kriegst du mal weniger Hunger. Sehr viel davon. Und ja, ich warte immer darauf, dass solche Nachrichten aufploppen, dass ich den Leuten gleich mehrere Punkte geben kann. Oh, und da kommt das zweite Baby. Sehr schön. So, du wirst jetzt Steinmetz. Und hackst fleißig Steine. Das heißt, während wir darauf warten, dass... unsere Farmer erwachsen werden... lassen wir unsere Leute Straßen bauen. So, da können wir jetzt keine Straße so gut bauen, weil da Wasser im Weg ist. Aber wir können wenigstens ein bisschen Straßen planen. So. Weil sobald die Schule fertig ist, werden dann die Straßen gebaut. Dass wir schon mal ein bisschen ein Wegenetz haben, wo wir dann später unsere Nahrungsversorgung dran anschließen können. Und ja, wir kriegen Nahrung rein. Das ist schon mal gut. Können wir auch in den Statistiken gucken. Waren. Nahrung. Steigt ganz langsam an. Hm? Jetzt im Augenblick jedenfalls, weil wir halt nur unseren Fischer und unseren Jäger haben und die Bärensträucher. Aber selbst das hält ja nicht ewig. Deswegen wollen wir ja die Endlosnahrung haben durch die Mühle. Und erst wenn wir das gemacht haben, können wir uns um andere Sachen sorgen. Ah, Snorri ist schon mal so alt, dass er kein Baby mehr ist, sondern ein Knirps. Er ist 8 Jahre alt. Du bist 4 Jahre alt. Ja, zum Glück ist das Alter ab dem Erwachsensein kein Thema mehr. Wir müssen halt wirklich warten, bis sie, ich glaube, 16 werden. Da zählt man als Wikinger schon als Mann. Ja, und dieses Tick-Tick, das ist unser Steinmetz hier unten. Genauso werde ich nachher unseren Holzfäller zum Werkzeugschreiner und zum Speermacher machen. Dann kommen hier seine beiden Gebäude auch hier oben hin. Hey, Bjarni ist erfahren und kann trainiert werden und hat den Steinmetz erfunden. Sehr gut.
Schule ist fast fertig. Es fehlt nur noch ein Weizen. Zum Glück starten wir ja mit ein bisschen Weizen. Du bist jetzt 10, okay. Du bist jetzt mittlerweile 6, das heißt, du bist auch kein Baby mehr. Yay. Also ja, ich könnte theoretisch schon mal die Töpferei vorbereiten und sie hier hinsetzen. Und dann die beiden anderen Gebäude da oben hin. Einfach, dass alles zentral um die jeweiligen Familienhäuser ist. Und nah an den an den Rohstoffvorkommen. So, die Schule ist fertig. Du bist jetzt 12, okay. Ich glaube, das Mehrfamilienhaus muss jetzt mal einen Moment warten, bis